Beim Landesorientierungslauf will ich in mehreren Etappen die 550 bis 600 Kilometer von Kahl am Main, dem tiefsten Punkt Bayerns, zum höchsten Punkt der Zugspitze laufen. Hier meine Erlebnisse vom ersten Tag, wo ich von Kahl am Main nach Aschaffenburg-Nilkheim lief. Zuerst fahre ich mit dem Zug von Forchheim nach Kahl am Main. Auf den ersten Metern in Kahl am Main. So, jetzt muss ich erst zum tiefsten Punkt Bayerns laufen. Hier ist die Hexeneiche. Hier erreiche ich am Main den tiefsten Punkt Bayerns, der gerade mal 102 Meter über den Meeresspiegel liegt. Mündet die Kahl in den Main. Jetzt bin ich schon in Bayern. Hier wird dann wohl der unterfränkische Orientierungslauf weitergehen. Ich laufe jetzt Richtung Seligenstadt. Hier fährt mir die Mainfähre vor der Nase davon. Seligenstadt ist ein wunderschönes Städtchen. Und beeindruckend hier. Meinhausen erreicht. Lauf am meisten am Wegesrand, in den Wiesen. Das schont die Füße. Das ist angenehmer. Mirabellen. Ein kleiner Auwald. Mit Sumpf. Tolles Gezwitscher hier. Das Gebiet Bongsche Kiesgrube, das schauen wir jetzt mal schnell an. Ein Vogelparadies mit allerlei Kormoranen. Ja, kann man schon essen. Endlich mal ein Wiesenweg, das ist schön. Im Hintergrund zwei Graureiher. Links ist ein widerliches großes Fabrikgelände. Hier stinkt es auch ekelhaft nach Chemie. Hinter dem hässlichen Industriegebiet von Stockstadt geht es noch bei Nilkheim durch den schönen Schönbuschpark, bevor ich das Hotel um meinen Übernachtungsplatz für heute erreiche.